Hallo, in diesem Video werden wir uns mit Abfragen ins Detail beschäftigen. Wir werden sehen, wie eine typische Abfrage aufgebaut ist und das können wir gleich machen. Der erste Schritt bei einer Abfrage ist so, wir gehen auf Erstellen und jetzt, ich habe es schon mal erwähnt im vorigen Video, es ist viel besser, gleich im Abfragenentwurf zu gehen als mit dem Assistenten. Der Assistent ist sehr hinderlich und eigentlich assistiert er überhaupt nicht. Deswegen meiner Meinung nach ist mit dem Abfrageentwurf ist man viel schneller und viel effektiver zu entscheiden Abfrage als mit dem Assistent. Ja, und ich gehe mal hier auf Abfrageentwurf und schon hat man hier am Anfang ein kleines Dialogfenster hier, aus dem man die Tabellen bzw. Abfragen hinzufügen kann. Hier ist was Ungewöhnliches. Viele Leute denken, oh, ich kann nur Tabellen als Quelle für meine Abfrage verwenden. Nein, man kann auch bestehende Abfragen in einer weiteren Abfrage hinzufügen. Ja, also von daher, man ist da offen. Jetzt, wir werden zum Beispiel die Tabelle Autos wollen wir jetzt nehmen. Okay, dann tue ich die einfach, entweder kann ich das doppelklicken oder ich gehe auf Hinzufügen und habe die dann hier drin. Ja, und dann sieht man die Tabelle da. Manchmal haben Tabellen viele Felder. Man kann das dann hier verlängern oder reduzieren, dass man alle Felder sehen will oder auch nicht. Ne? Und so hat man das dann hier. Okay, jetzt. Wenn wir jetzt, nehmen wir an, oh, jetzt ist es so weiter. Wie kriege ich das Fenster wieder da? Hier geht man auf Tabelle anzeigen und schon habe ich das Fenster wieder da und dann kann ich jetzt eine andere Tabelle wählen, ja? Okay, und dann, wenn ich es nicht mehr brauche, einfach schließen. Also ich kann hier auch, wenn ich jetzt die Tabelle nicht brauche, kann ich einfach anklicken und löschen und sie ist dann weg. Und dann kann bei Tabelle anzeigen, kriege ich wieder meine Tabellen und füge dann rein, ja? Und man kann hier zum Beispiel zum Beispiel jetzt habe ich hier drei Tabellen hinzugefügt. Und wenn ich jetzt die zwei nicht brauche, einfach anklicke und löschen. Okay, so haben wir dann. Wir werden dann später sehen, meistens Abfragen beinhalten dann mehr als nur eine Tabelle bei richtigen Datenbanken. Aber dafür müssen wir erstmal ein anderes Thema behandeln, nämlich Beziehungen. Okay, jetzt sind wir hier mit uns und jetzt wollen wir ein paar Felder hinzufügen. Jetzt, wie man Felder hinzufügt, eine Methode ist so, ich zum Beispiel das Feld Hersteller will ich, bevor ich anfange, nochmal die Abfrage. Eine Abfrage, der Entwurf einer Abfrage ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil hier beinhaltet die Tabellen, die in der Abfrage drin sind. Und ich habe schon mal erklärt, dass die ganzen Daten einer Access-Datenbank sind ausschließlich in den Tabellen gespeichert. Jetzt, wenn man hier in eine Abfrage ist eigentlich nur eine Kombination aus den Daten, aus den Tabellen. Okay? Und dieser obere Bereich hier, der beinhaltet die Tabellen, aus denen die Daten kommen für diese Abfrage. Und hier dieser untere Bereich beinhaltet die einzelnen Felder in dieser Abfrage. Weil Sinn einer Abfrage ist, nicht alle Daten einer Tabelle zu zeigen, sondern nur gewisse Daten. Das heißt, nur gewisse Felder und nur ein Teil der Daten. Zum Beispiel alle Leute, die mehr als 10.000 verdienen oder alle Leute, die in Hamburg wohnen und so weiter. Ja? Und das ist der Sinn von Abfragen. Und das sind die zwei Bereiche und diese Ansicht hier, diese Entwurfansicht heißt auch, nennt man auch QBE und das heißt Query by Example, weil man hier eigentlich die Abfrage per Klick und Drag und Drop erstellt. Jetzt wollen wir die Felder in dem unteren Bereich hinzufügen, weil sonst haben wir unsere Abfrage benötigt die Felder hier unten. Also nehmen wir an, Hersteller. Ich kann eine Methode, wie ich das Feld hinzufügen kann, ist einfach anklicke und ich ziehe es einfach runter. Hierher. Zack, so ist es drin. Eine andere Methode ist, nehmen wir an, bei Modell, ich kann das auch doppelklicken. Und schon ist es drin. Eine dritte Variante, wie man das hinzufügen könnte, ich gehe hier, klicke hier rein und wähle, da sieht man hier so ein Dropdown und man kann dann das Feld wählen. Ja, also man hat drei Möglichkeiten. Ziehen, doppelklicke oder per Dropdown. Okay. Und wenn man jetzt ein Feld löschen will, ich will jetzt nur die ersten drei, diese zwei anderen will ich. Ne? Man geht hier hoch, bis der Cursor die Form von einem schwarzen Pfeil hat und dann klickt man das an und löschen. Okay, hier ist genauso, hier hoch, klickt man es an, also bis der Mauszeiger muss dann hier am Rand, muss dann so eine Form von einem schwarzen Pfeil kriegen, so ein schwarzer Pfeil, der nach unten deutet. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in dem Video hier sieht,
Aber da musst du die Form von einem schwarzen Pfeil kriegen und dann klickt man und so ist diese ganze Spalte markiert und dann kann man auf Entfernen gehen und so ist es gerichtet. Okay, jetzt haben wir hier unsere drei Felder. Jetzt, wenn man jetzt mit Datenbanken professionell arbeitet, benutzt man also professionelle Datenbanken, so wie MySQL und andere professionelle Datenbanken, arbeiten meistens nicht so, sondern die benutzen eine Sprache, die heißt SQL. Und wir haben jetzt hier in unserer Abfrage, und wenn ich hier auf Ansicht gehe, kann ich auch die SQL-Ansicht sehen. Das heißt, gehen wir mal da drin. Das heißt, hier sieht man, Access erstellt anhand unserer Arbeit. Wir haben ja vorhin eine Tabelle hinzugefügt, die heißt Autos, und von der Tabelle haben wir drei Felder in unsere Abfrage hinzugefügt. Und Access hat automatisch diesen SQL-Code erstellt. Normalerweise bei professionellen Datenbanken muss man den SQL-Code selber schreiben. Okay? Und das werden wir auch in Access dann später, wenn man zum Beispiel gewisse Automationen machen will oder da gibt es ein Automations- oder ein Programmiercode in Access, der heißt VBA, und mit dem kann man dann seine eigenen Abfragen erstellen. Dann erstellt man die, dann macht man so, dass das VBA das SQL erstellt. Ja, aber hier sieht man schon, wie das so ausschaut. So arbeiten richtige Datenbanken. Die arbeiten mit SQL. Und hier sieht man, SQL ist eigentlich sehr, sehr, sehr einfach zu verstehen. Die Befehle werden immer in groß geschrieben, hier wie Select und From. Und dann sieht man hier Select und in Access so, jedes Feld kriegt noch den Tabellennamen vorne und einen Punkt. Also Select, Autos.Hersteller, Autos.Modell, Autos.Varianten. Also wähle diese drei Felder von der Tabelle Autos, also Autos. Also wähle diese drei Felder, Autos.Hersteller, Autos.Modell, Autos.Varianten, From, von, Autos. Autos ist eine Tabelle. Und das soll diese drei Felder auswählen. Warum man das macht vorne mit dem Autos-Punkt, ist so, dass wenn wir jetzt eine andere Tabelle haben und die hat auch Hersteller, die würde dann im SQL anders heißen. Die heißt dann Tabellenname, Punkt und dann Hersteller. Okay, das ist der Sinn dahinter. Ja, und so hat man dann hier den Code. Und man kann auch hier mit dem Code auch weiterarbeiten. Nehmen wir an, ich will jetzt hier ein weiteres Feld hinzufügen. Ich habe jetzt, ich glaube, ich will mal nur kurz gucken. Gehen wir zurück auf den Entwurf. Unser nächstes Feld heißt zum Beispiel Startpreis. Okay? So, dann gehe ich hier im SQL und kann dann hier ein Komma und dann Autos.Startpreis. Offensichtlich muss ich das Feld genauso schreiben, wie es da ist. Okay? Und wenn wir jetzt gehen in unsere Entwurfansicht, sieht man, das Feld ist jetzt automatisch hier drin. Das haben wir diesmal durch im SQL hinzugefügt und nicht durch Doppelklicken. Okay? Und so funktioniert das. Okay, jetzt nehmen wir an, ich möchte gerne noch die Türen drin haben, hier rein, aber nicht hier hinten, sondern die solle zwischen Variante und Startpreis stehen. Kein Problem, ich nehme die Tür, dieses Feld Türen und lege es auf Startpreis. Und schon ist es zwischen den zwei. Ja, ich wiederhole es nochmal. Also löschen, wie gesagt, ich gehe hier oben an dem Rand. Klick an und lösche es. Ja, ich gehe hier, also ich klicke auf Türen und ziehe es auf den Startpreis. Und so habe ich das dann da drin. Okay, so kann man Felder zwischen zwei oder ganz am Anfang, nehmen wir an, ich will Türen ganz am Anfang haben, dann gehe ich auf Hersteller. Und so ist es jetzt vor Hersteller. Okay, kann es wieder löschen. So, alles klar. So, jetzt wie gesagt, wie ich schon vorher erwähnt habe, das sind die ganzen Felder, die ich in der Abfrage brauche. Man muss nicht in einer Abfrage alle Felder einer Tabelle hinzufügen. Das ist ja genau der Sinn der Abfrage, dass man nicht alle Daten sehen will. Man will nur gewisse Daten sehen. In meinem Fall will ich jetzt nur diese Daten sehen. Und wenn ich jetzt zur Datenansicht gehe, sehe ich jetzt hier, die ich brauche. Okay. Jetzt will ich meine Daten sortieren. Okay, dann muss ich wieder in der Entwurfansicht gehen. Und wir wollen es jetzt zum Beispiel nach dem Startpreis sortieren, und zwar absteigen. Das heißt,
das teuerste Auto oben und das billigste unten. Jetzt hier sieht man, die erste Zeile hier unten ist Feld, da sind die Feldnamen drin. Die zweite Zeile zeigt die Tabelle, wo diese Felder her sind. In unserem Fall sind die alle aus der Tabelle Autos. Jetzt die dritte Zeile hier befasst sich mit Sortierung. Und wir wollen jetzt nach dem Startpreis sortieren, also muss ich so entlang dieser Zeile, entlang dieser dritten Zeile bis zum Startpreis gehen. Hier klicke ich rein und dann kann ich jetzt wählen, aufsteigen und absteigen. Wir wollen ja absteigen, dann wähle ich absteigend. Okay? Und jetzt, wenn ich dann auf der Datenansicht gehe, sehe ich dann jetzt, also das teuerste Auto in unserer Liste ist das hier mit 51.000 und ganz unten ist dann das billigste. Okay? Also das ist jetzt, so kann man seine Daten sortieren. Allerdings jetzt ist es so, dass in den meisten Datenbanken langt nicht, wir haben jetzt nur einen Sortierschlüssel und zwar der geht nach dem Startpreis, aber in den meisten Datenbanken reicht ein Sortierschlüssel nicht aus. Man hat mehrere. Also zum Beispiel hier habe ich jetzt eine kleine Excel-Datei als Beispiel von Telefonbuch. Ja, im Telefonbuch werden hier die Daten nach unterschiedlichen Schlüssel sortiert. Der erste Schlüssel ist der Nachname. Ja, sieht man hier, die Schmitz sind untereinander sind sortiert. Dann die Schmitz, das sind ja mehrere Leute, die Schmidt heißen, die Schmitz untereinander sind dann durch den Vornamen sortiert. Das heißt, der zweite Schlüssel ist in dem Fall der Vorname. Ja, deswegen sind die Alfons alle zusammen und dann kommt erst ein Bruno. Dann die Alfons untereinander sind dann mit dem Zusatz oder Mittelname oder Mittelbuchstabe sortiert. Ja, deswegen die Alfons B sind vor die Alfons H, vor der Alfons M's. Okay? Und das also das Zusatz wäre dann der dritte Schlüssel. Der vierte Schlüssel wäre dann die Straße, also die Alfons B sind dann die sind dann durch die Straße dann weiter sortiert. Das wäre dann der vierte Schlüssel. Und dann die zwei, die immer noch an derselben, die haben alles identisch, die zwei, die sind dann durch die Straßennummer oder Hausnummer sortiert. Ja, man sieht, in meisten Datenbanken, jetzt wie hier im Telefonbuch, langt ein Sortierschlüssel nicht. Man braucht mehrere, weil wenn der erste nicht weiterkommt hier, dann braucht man den zweiten. Und wenn der zweite auch nicht weiterkommt, dann braucht man einen dritten und so weiter. Ja, und genau so ist es auch in Access. Wenn ich meiste Datenbanken, braucht man mehrere Sortierschlüssel. Und jetzt möchte ich hier gern, dass mir zuerst nach dem Startpreis absteigen sortieren und dann will ich nach den Türen aufsteigen sortieren. Okay, also das heißt, die Autos, die denselben Startpreis haben, die sollen dann untereinander durch die Türen sortiert sein. Okay, und dann gehe ich dann hier. Jetzt haben wir es hier, aufsteigen und absteigen. Okay, und jetzt gehe ich hier auf Ansicht. Und man sieht, ja, jetzt stimmt was hier nicht. Vorher hatte ich die 51 hier oben, jetzt ist hier ein ganz kleiner Preis und jetzt sind nur die Türen sortiert. Man sieht ja also, zuerst wird jetzt nach den Türen sortiert und dann erst nach dem Startpreis. Und eigentlich wollte ich das andersrum. Zuerst der Startpreis und dann die Türen. Ja? Und da kommen wir zu einem wichtigen Prinzip beim Sortieren in Access. Und zwar, man muss immer überlegen, die Reihenfolge der Sortierschlüssel, also wieder hier im Excel, gehe ich wieder zu meinem Telefonbuch. Im Telefonbuch ist die Reihenfolge sehr wichtig. Also zuerst wird nach Nachname, dann nach Vorname, dann nach Zusatz, dann nach Straße und dann nach Straßennummer. Okay? Und bei Access wird immer die Reihenfolge von links nach rechts. Das heißt, es wird hier in dem Fall zuerst nach Türen sortiert und dann nach Startpreis. Aber ich will es ja andersrum haben. Wie kriege ich das hin? Okay, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, pass auf, ich wähle das Startpreis und ich kann hier das so nach vorne ziehen. Okay, jetzt steht Startpreis hier und dann Türen. Jetzt ist die Sortierreihenfolge in Ordnung. Gucken wir uns mal die Daten an. Ja, jetzt wird zuerst nach den Startpreis sortiert und die denselben Startpreis haben, wie hier die zwei, die werden dann aufsteigend nach den Türen sortiert. Das stimmt. Aber ich hätte gern Startpreis hier hinten gehabt, nicht hier vorne. Okay, dann ist diese Möglichkeit nicht richtig. Also man markiert es wieder und kann es dann hier wieder rüberziehen, wie gehabt. So haben wir jetzt das alte. Jetzt in dem Fall stimmt die Darstellungsreihenfolge, aber nicht die Sortierreihenfolge. Dann gibt es noch eine Möglichkeit. Man kann dann hier den Startpreis nochmal hinzufügen und zwar vor Türen. Okay, und hier legt man die Sortierung absteigend. Hier macht man sie weg und hier tut man das ausblenden. Ja? Also das heißt, ich habe jetzt hier Startpreis doppelt
hier ist es drin, wegen der Sortierung, wegen der Sortierreihenfolge, dass zuerst nach Startpreis sortiert wird und dann nach Türen. Und das wird ausgeblendet, weil wir wollen ja nicht Startpreis hier vorne sehen. Und das zweite Mal, wo Startpreis drin ist, ist keine Sortierreihenfolge, weil die Sortierung des Startpreises ist schon hier. Und das ist ausgeblendet. Man sieht jetzt, wozu diese Checkboxen hier sind. Die sind, um gewisse Felder ein- und auszublenden. Und man sieht hier, einer fragt immer, wozu füge ich ein Feld hier rein, um es auszublenden. Deswegen, ich habe den Startpreis hier eingefügt, nur wegen der Sortierung. Dass die Sortierreihenfolge stimmt. Aber ich will es nicht in dieser Position sehen, deswegen blende ich es aus und habe ich hier eine zweite Kopie dieses Felds und das wird dann eingeblendet. Okay? Und so kann man jetzt sehen, so habe ich die Daten genauso wie ich es haben will. Der Startpreis steht hinten, es wird sortiert nach dem Startpreis zuerst und die, die denselben Startpreis haben, die werden dann untereinander durch die Türen sortiert. Okay? Also das ist sehr wichtiges Prinzip. Die Sortierreihenfolge in Access geht von links nach rechts. Und deswegen, man muss immer aufpassen, wenn ich zuerst nach Startpreis sortieren will, muss ich den Startpreis links von Türen haben. Und dann, wenn ich das Feld nicht hier sehen will, kann ich es ausblenden. Okay? Und das wäre eine zweite Möglichkeit, wie man das machen will. Jetzt eine viel saubere Möglichkeit, die ich immer empfehle, ist so, machen wir mal alles weg, tun wir hier löschen. Und man sagt Folgendes. Ich teile diesen Bereich der Abfrage in zwei Teile. Erstens kommt der Darstellungsbereich. Der Darstellungsbereich, ich will Hersteller haben, ich will Modell haben, ich will Varianten haben, ich will Türen haben und ich will Startpreis haben. So, in dieser Reihenfolge. Das ist zum Sehen. So, jetzt kommen wir zu der Sortierung. Nach was soll sortiert? So, das ist der erste Bereich hier. Hier kann man sich vorstellen, das ist so eine Grenze, so eine Trennlinie. So, wir haben den ersten Bereich festgelegt. So will ich die Daten sehen. Jetzt kommen wir zum zweiten Bereich. Wie sollen die Daten sortiert sein? Zuerst nach Startpreis. Okay, zuerst nach Startpreis. Absteigend. Und natürlich hier, dadurch, dass hier eine Trennlinie ist hier, das heißt, all das da wird angezeigt und all das da wird ausgeblendet. Pop, ausblenden. So, und das zweite Sortierschlüssel ist dann Türen. Okay, Türen hier und zwar aufsteigend. Und wieder ausblenden. Ja, man hat dann also quasi die Abfrage in zwei Teile geteilt. Der eine Teil ist hier zum Sehen, die Ansicht, und die zweite Teil hier ist dann die Sortierreihenfolge. Und so hat man es viel sauberer als da, wie vorhin, hier einfach ein Feld hinzufügen und so weiter. Hier kann man genau sehen, auf Anhieb, die zwei Teile, die zwei Bereiche. Ja, also ich finde das eine viel saubere Methode. Der Effekt ist derselbe, wenn man geht in der Datenansicht, sieht man, die Daten sind nach Startpreis zuerst sortiert und dann die Autos, die denselben Startpreis haben, werden dann durch die Türen aufsteigend sortiert. Okay? Und so ist dann mein Tipp, diese Abfragebereiche in zwei Teile zu teilen. So, das heißt, am Ende vom Lead ist so, dass man muss uns zwei Sachen merken. Der Sortierschlüssel geht von links nach rechts. Das heißt, die Sortierreihenfolge geht von links nach rechts. Das heißt, wir müssen immer achten, dass unsere Felder dementsprechend stehen. Wenn uns die Darstellungsreihenfolge nicht passt, können wir die Felder ausblenden und dann die Felder nochmal hinzufügen. Man kann ein Feld x-mal hier hinzufügen, das spielt keine Rolle. Es ist nicht so, dass die Daten kopiert werden oder so, nein, das ist nur, die Daten werden halt zweimal dargestellt. Ja? Also wie gesagt, die Daten sind alle in der Tabelle. Die Abfrage ist nur so wie eine Art Maske. Datenmäßig kostet die Abfrage gar nichts, weil die ist nur eine Maske. Die Daten sind immer eine Tabelle und die Daten gibt es nur einmal. Also auch wenn ich jetzt hier das einblende, das heißt nicht, dass ich zwei Kopien habe von dem Startpreis. Und man sieht hier, wenn man beide Felder mit demselben Namen einblendet, gibt Access so einen irgendeinen Namen zu dem Feld, weil es erlaubt nicht zwei identische Namen hier. Okay, und deswegen kommt so ein automatisch erzeugter Name. Okay, aber das heißt nicht, dass wir hier die Daten jetzt kopiert haben. Die werden einfach nur zweimal dargestellt. Okay, und so kann man dann mit Abfragen arbeiten. Also man kann jedes Feld x-mal hinzufügen. Die Felder, die man nicht darstellen will, kann man hier ausblenden. Und das sieht man hier. Ich habe jetzt hier die Abfrage in zwei Teile geteilt. Einmal der sichtbare Bereich. Da sieht man, das ist alles eingeblendet. Und einmal der Sortierbereich. Und da sieht man hier, der ist komplett ausgeblendet.